willkommen zu diesem besten neuen Video der Welt. Oh mein Gott, das ist sogar mein erstes Video nach meiner Pause. Aber das kommt jetzt gleich erst zum Thema. Denn ich habe heute wieder einen ganz tollen Gast dabei. Und zwar Joey! Wow, hi! Joey ist gerade vom Himmel gefallen. Ja, weil ich so ein süßer Engel bin. Warum habe ich eigentlich noch das hier auf? Ja. Guck mal, wie gut meine Haare aber aussehen, bin richtig impressed. Ich will nicht lange so aussehen. Was? Nee, Julia, wir schneiden nicht meine Haare ab. Kannst du knicken? Und wir blondieren die auch nicht. Kannst du sowas von vergessen? Nein! Idee! Nein! Leute, erstmal hallo zurück. Ich hoffe, ihr seid alle toll ins neue Jährchen gerutscht. Es ist jetzt mittlerweile schon Februar, beziehungsweise morgen ist Februar. Mhm. Ich habe eine kleine YouTube-Pause gemacht und wir starten in dieses neue Jahr wunderbar so, wie Joey die letzten Jahre immer ins neue Jahr gestartet ist. Und zwar mit mir, aber ich starte halt mit Joey. Also mit unserer Kombi starten wir einfach. Und zwar, habt ihr es wahrscheinlich schon im Titel gelesen, aber Joey wird heute alles machen, was ich will. Leute, das Ding ist ja, ich bin ja wirklich jemand, der macht jeden Scheiß mit. Und wenn Julia zu mir sagt, Joey, es wird heute sehr, sehr unangenehm für dich, dann muss das für mich was heißen. Also ich find's unangenehm. Hä, ich kann's mir nicht vorstellen. Aber egal, wir machen das. Ich mach alles mit. Wir fangen erstmal ein bisschen easy an, würde ich sagen. Deswegen möchte ich, dass du dich jetzt ganz nah, also richtig nah vor die Kamera setzt und erstmal 30 Sekunden lang erzählst, wie toll ich bin und warum man mich abonnieren sollte. Ist das gerade dein Ernst? Ja. Du Nervige. Sieht man mich denn gut? Ist mir noch nicht nah genug. Noch näher? Ja, näher. So? Ja, so schön. Oh. Julia und ich haben uns kennengelernt vor über... Hä? Hä? Ich wollte gerade voll süß sein. Julia ist eine sehr, sehr nervige Person. Aber ich muss sagen, in den letzten 6 Jahren, seitdem wir uns kennengelernt haben, ist Julia nicht einfach nur eine Kollegin von mir, mit der ich Videos drehe, geworden, sondern sie ist zu einer echten Freundin mutiert. Mutiert war voll scheiße. Ich kann mit Julia wirklich über alles reden. Ich kann mit ihr über alles Witze machen. Und sie ist einfach nur eine der echtesten und authentischsten Personen, die ich kenne. Julia sagt ja auch ins Gesicht, wenn sie irgendwas kacke findet, was du cool findest. Und weil sie so ehrlich ist, liebe ich sie auch so. Leute, abonniert Julia, wenn ihr mehr Echtheit wollt, wenn ihr Authentizität wollt und vor allem Liebe und Geborgenheit. Das war nett. Du sahst echt lustig aus, wirklich? Muss ich sagen. Manchmal hat man deine Augenbrauen nicht mehr gesehen, weil es so nah ist. Hä, wie nah waren das? Das war schon nah. Das war aber erstmal nur ein bisschen aufwärmen. Du hast mir ja vorhin noch erzählt, dass du deine Nägel extra für mich heute gefeilt hast. Ja, damit du nicht sagst, du ekliger Mensch. Guck mal, voll schön, oder? Das Ding ist, ich sag trotzdem immer noch, du ekliger Mensch. Und ich möchte... Die sehen wirklich gut aus. Oh nee, das ist voll scheiße. Das wird doch nichts. Doch, das wird was. Und das muss ich dann wahrscheinlich auch den restlichen Tag übertragen, ne? Ja, safe. Ja, dachte ich mir schon. Wir werden nämlich jetzt Joeys Nägel machen. Und zwar habe ich so Fake Nails gekauft. Boah, weißt du, wie schlimm die wieder abgehen? Das ist richtig Krise. Ja, richtig. Und damit machst du mir voll alle Nägel kaputt. Nee. Doch, das ist Folter. Leute, deabonniert jetzt. Oha! Hallo, du tust, was ich sag hier. Deswegen freust du dich jetzt auch darüber. Endlich Nägel. Oh. Das ist ja, das ist gar nicht gerade, Julia. Ah, voll die Werwolfskralle. Geht's? Oh, Julia, ich sehe richtig eklig aus damit, merke ich gerade. Ja, siehst du auch. Oh, ich glaube nicht, dass das lange hält. Das ist mir egal. Ich möchte, dass wir es wenigstens einmal haben. Okay. Und dass alle Leute dich mit schönen Krallen sehen. Und komplett von allen Fingern. Ja, und danach malen wir die noch pink an. Mega, ich freue mich total. Schon crazy, ey. Guck mal, wie... Oh, Oha. Don't do that. Also ich hätte mir wirklich was Schöneres gewünscht als das. Das sieht ein bisschen krallig aus. Irgendwie sieht es aber auch ein bisschen grazil aus. Man bewegt seine Hände auch direkt ganz anders. Das Ding ist, das war's noch nicht. Ich möchte jetzt auch noch, dass sie pink sind. Ooh, I like that. Do you? Mm. Okay. Soll ich dir jetzt nochmal die Haare zeigen? Nein, du machst jetzt erstmal gar nichts mehr. Oh, was? Aber weißt du? Ja. Was soll ich wissen? So. Könnte ich vielleicht jetzt noch eine Perücke haben? Dann wäre mir der Look perfekt. Ich habe leider keine Perücke. Ich habe noch eine pinke. Willst du? Nee, bitte nicht. Oh, doch. Wenn du eine hast, dann hol die mal. Soll ich jetzt wirklich eine Perücke? Ja. Aber Julia, dann kann ich meine weibliche Seite nicht mehr zurückhalten. Das weißt ist du schon. Okay. Dann wird das jetzt heute sehr tuckig hier. Das ist okay. Ist ja richtig pink. Say goodbye to Joey's hair. Hä, hey, müssen wir nicht nachher noch irgendwo hinfahren, meintest du? Ja. Oh, scheiße. Na, was sagt er? Sehe ich jetzt aus wie eine ordentliche Dienerin? Das Ding ist, wir drehen den restlichen Part jetzt nicht mehr hier oben. Gar nichts sondern mehr? Sondern unten. Und ich finde dieses ganze
Equipment kannst du eigentlich darunter bringen, oder? Oh, Julia, du kannst... Komm, ich helfe dir! Oh. Also, ich habe mir überlegt, ich lasse doch Joey alles machen. Funktioniert's gut? Oh, naja, wenn ich heute schon wieder bin, dann aber auch richtig, ja? Wir machen hier keine Kompromisse. Nee, definitiv nicht. Stopp. Vielleicht solltest du aber einzeln laufen. Ich häng fest. Oh, die scheiß Kabel, ich hab sie nicht abgekabelt. Du Idiot! Ja, es wird schwer geworden. Du bist so ein Idiot! Oh mein Gott, oh mein Gott. Joey, lass dich alles so. Oh. Soll ich es jetzt fallen lassen oder was? Warte, hilf mir doch. Ja, warte! Ich mach doch. Okay. Ja. Tschüss. Joey hat endlich alles aufgebaut. Es hat wirklich lange gedauert. Hä? Muss ich ehrlich sagen. Ich habe richtig gut die Arbeit geleistet hier. Ich habe auch mitgeholfen. Aber nur ein bisschen, ja. Und ich habe auch versucht, richtig am Anfang alles alleine zu machen. Ja, aber du bist ja auch mein Diener. Genau. Und deswegen muss ich dir sagen, ich habe ein bisschen Hunger. Und ich möchte jetzt gerne was zu essen haben. Okay, was willst du? Das Ding ist, das sage ich dir nicht. Ich habe Sachen, aber die wirst du halt nicht sehen. Ja, aber warte mal. Ich weiß weder, was ich mache, noch sehe ich, was ich habe. Ja. Noch weiß ich, wie ich etwas machen soll. Julia, ich werde danach keine Finger mehr haben, sind wir doch mal ehrlich. Als erstes möchte ich, dass du diese Schlafmaske hier aufsetzt. Mhm. Ich finde, das sieht aber ein bisschen zu lame aus und deswegen möchte ich, dass du diese wunderschöne Brille hier auch noch da drüber aufsetzt. Sieht das cool aus? Nee, das sieht super aus. Ja? Okay, das Ding ist, du musst jetzt hier mal kurz warten und stehen bleiben. Ich hole nämlich jetzt mal die Utensilien. Okay, I'm ready. Wir haben einmal... Okay, wir haben einmal das hier. Ah. Dann haben wir das hier. Aha. Und keine Ahnung, was genau oh, das Julia. Ist. Oh, Julia. Aber ich wollte noch was nur mit Konsistenz. Und weil ich finde, du siehst noch nicht schön genug aus, habe ich noch was. Weil ich möchte auch nicht, dass du dich bekleckerst. Magst du lieber Marienkäfer oder Kätzchen? Schon Marienkäfer. Nee, ich hasse eigentlich Insekten, wir nehmen Katzen. Ah, ich hasse Katzen, wir nehmen Marienkäfer. Passt nicht mal, du bist zu fett. Hä, echt jetzt? Ja. Auch ist das so ein Lätzchen für kleine Kinder. Mann, du bist zu fett. Es wird jetzt alles gut. Ich werde dir nämlich jetzt helfen. Du hast nämlich jetzt Marienkäfer und Katze. Hä, ist das, also es ist ein Lätzchen, ne? Aber wo ist der andere? Na, hinter dir. Ah, das heißt, ich kann switchen? Ja. Cool. Du kannst jetzt so lange was habe ich jetzt? Ja, sag ich dir nicht. Oh. Hier sind die Utensilien. Das ist eine Flasche, Julia. Ja. Links neben dir befinden sich Topf und Pfanne. Und hier sind die Sachen. Viel Spaß. Nee, nicht viel Spaß. Ich verstehe hier nur Bahnhof. Das ist auch noch für mich, ne? Ja. Weil das hier ist nämlich Wasser, das erkenne ich. Ich würde sagen, als ersten Schritt werde ich Wasser in den Topf machen, weil wir sollen ja irgendwas kochen. Ist das korrekt, Julia? Ja. Was war das jetzt gerade? Nix. Okay, wir machen jetzt hier das Wasser in den Topf. Sagst du wenigstens Stopp? Nein. Okay, wir haben den ganzen Topf erstmal ganz gut gefüllt, oder? Ja. Oh, um Gottes Willen, der stand nicht so gut drauf. Nein. Aber es ist nichts nass hier geworden, okay. So, dann müssen wir ja gucken, was hier noch so ist. Okay, was könnte das sein? Was ist in solchen Verpackungen drin? Komm, denk nach, denk nach, denk nach. Was ist denn? Also es ist irgendein Fertigzeug. Was ist denn sowas drin? Ich verstehe es nicht. Das könnte so Rohrzucker sein oder Chiasamen. Okay, hier könnte Kaviar drin sein. Ach nee, das ist das Salz. Das hier ist noch eine Flasche, ne? I know what it is. What is it? Das ist Tomatensauce, oder? Ja, das ist Tomatensauce. Sehr gut. Aber wo sind die Nudeln? Nein, I know. What is it? Das ist so Tortellini. Das ist Tortellini. Dein Wasser kocht übrigens so lange. Kocht schon? Du könntest dich entscheiden, was wir jetzt dann ja, machen. Ja, ich mache jetzt das hier in das Wasser. Leute, ich schwöre, ich sehe hier nichts. Ich sehe gar nichts. Ich mache jetzt die Tüte auf. What is it? Könnte das Reis sein? Es schmeckt nach nichts. Wir tun das jetzt in das Wasser. Ich glaube, das hier kommt in die Pfanne. Boah, ich habe ein bisschen Schiss jetzt gerade. Ja, ich weiß nicht, was ich hier schneiden soll, um ehrlich zu sein. Okay, wir machen mal die Tüte hier auf. So, jetzt machen wir das hier drauf. Ih, das ist auf jeden Fall feucht. Ih, das riecht eklig. Ich muss es jetzt aber probieren, sonst weiß ich nicht, was es ist. Julia, das schmeckt nach nix. Ist kein Fleisch, oder? Nee. Gut, wir nehmen jetzt das Salz, weil du meinst, ich soll es salzen. Ich habe nur gesagt, benutz vielleicht mal Salz. Wofür? Habe ich schon, ist schon was raus? Ich sag nichts. Okay, also das Salz ist raus. Naja. Also, hä? Ja. Wir werden jetzt das Salz so ein bisschen untermischen, Leute. Das ist halt wirklich nicht schön, weil die Hälfte davon wird in meinen Nägeln bleiben. Ist das hier bereits fertig, Julia? Weiß ich nicht. Oh mein Gott, ich erschreck mich so. Kannst du es mir jetzt halten? Ja. Ah. Nee, okay, das muss noch. So. Okay, ich wasche mir nochmal die Hände, ja? Mhm. Ich bin gleich wieder da. Ah. Das ist die Pfanne? Ja. Wir nehmen einen guten Tropfen. Kam da was raus? Mhm. Okay, sehr gut. Vielleicht frittieren wir heute auch eine Runde. Und jetzt werden wir natürlich erstmal unseren komischen Bodenscheiß, was auch immer das ist, in unsere Pfanne bewegen. Ach, weißt du was? Ich nehme es jetzt einfach so hier.
Wir brauchen noch unsere Tomatensuppe, die wir da reinmachen. Obwohl, nee, die kommt erst später. Ich habe halt irgendwie auch gedacht, es wird schlimmer sogar noch. Boah, wie gut ich bin, ey. Voll geil. So, wir haben es jetzt hingestellt. Wir haben jetzt hier unsere Pfanne, Leute. Und hier haben wir Stanislav. Und jetzt brät die ganze Scheiße. Das ist hier gut am Brutzeln. Genauso wie wir das wollen mit unserem Bodenscheiß. Aber das riecht auf jeden Fall nicht gut. Es riecht so ein bisschen nach verbrannten Gummibärchen oder sowas. Also ich dachte, das hier und das ergibt Bolognese-Soße. Okay. Ja, wir machen jetzt die Soße rein und du isst das dann. Ist mir scheißegal, Julia. Geht die ganze Sache. Ach, du denkst, du isst es nicht? Nein, weil ich soll dir das zu essen machen. So. Meine Lieben, könnte ich einen Kochlöffel bekommen? Können wir das vielleicht ein bisschen runterdrehen? Ich glaube, das wäre gut. Wir müssen das jetzt natürlich gut durchrühren, Leute, weil so eine Bolognese muss natürlich gut durchgerührt sein. Julia, irgendwie, ich komme mir verarscht vor gerade. Warum denn? Oh mein Gott. Hey, was denn? Nix. Also ich finde, wir können das jetzt ausmachen. Magst du mal ausmachen? Okay, dann möchte ich jetzt bitte einen Teller von dir. So, jetzt möchte ich einmal den Reis, bitte. Ich hole dir das doch. Warte mal, wie kriege ich den jetzt da raus? Okay, warte, dann brauche ich hier so ein Sieb. Okay, jetzt kippen wir das einmal hier. Was? Nichts. Ah, okay, ich verstehe. Gut, jetzt nehmen wir das wieder hier so, damit das noch schön abtropfen kann und gehen wieder rüber zu unserer Mahlzeit. So, was wir jetzt machen ist, wir tun erstmal unseren Reis schön auf den Teller drauf. Nicht gleich so viel, weil wir wollen ja nicht, dass Julia gleich platzt. Und jetzt nehmen wir unsere Bolognese hier. Jetzt kippen wir das auf den Reis drauf. So, prima. Voila. Essen ist serviert, Julia. Ja, danke. Oh, ich bin so gespannt, was ich zubereitet habe. Ich würde sagen, du probierst erstmal. Nein. Oh, doch. Wir probieren mindestens zusammen. Aber du probierst definitiv. Ich kann ja nicht mal kontrollieren. Wir haben jetzt hier was auf dem Löffel. Riecht auf jeden Fall leider nicht nach Bolognese. Okay, ich nehme es hier runter. Wo es auch viel. Und, was glaubst du, was ist es? Ja, schmeckt gar nicht schlecht. Voll gut. Kannst du mal die Maske abnehmen? Mhm. Oh mein Gott, ich bin richtig gut, ne? Hä, hey, ich habe alles richtig gemacht. Ganz ehrlich, du warst so oft kurz davor, so hart zu verkacken. Echt jetzt? Vor allem vorhin mit dem Sieb. Das ging gar nicht. Und das Öl, guck mal, wie viel Öl da drin ist. Ja gut, das kann ich nicht einschätzen. Aber ansonsten hätte ich gedacht, es wird schlimmer. Ich esse das jetzt gerne, aber das machen wir außerhalb der Kamera. Und gleich geht's richtig schön weiter. Da kommt nämlich mein Favorite Part. Okay, Leute, wir sind jetzt im Auto. Oh, ich habe gar keinen Bock mehr auf die Scheiße hier. Denn Joey fährt jetzt selber zu seiner nächsten Aufgabe. Kannst du dir irgendwas vorstellen? Was es sein könnte? Hast du irgendeine Idee? Nee. Echt nicht, null? Ich weiß auf jeden Fall, es ist in der Stadt, weil wir müssen irgendwo parken, wo es schwierig ist zu parken. So, das habe ich schon mal begriffen. Es wird wahrscheinlich irgendwas Schildergasse, Ehrenstraße, irgendwo da passieren. Oh, es krabbelt schon alles vor Aufregung, ey. Kannst du dir irgendwie vorstellen, wo wir gerade sind? Ich lese es gerade. Am Sportpark Müngersdorf. Mache ich jetzt irgendeinen Sport? Nein! Okay, komm, wir steigen mal aus. Okay, Joey, also. Okay. Ich erkläre dir jetzt, wo wir sind. Aha. Das ist ein Universitätswohnheim. Hier wohnen dementsprechend ganz viele Studenten. Oh mein Gott. Und dementsprechend wohnen hier wahrscheinlich ganz viele Menschen, die dich eventuell kennen. Aber vielleicht wohnen hier auch noch Leute, die dich nicht kennen, weißt du? Und deshalb habe ich was vorbereitet. Wie kommst du auf so eine kranke Scheiße? Ich habe was erstellt. Und zwar ein Flyer, warum man, oh, ja. Warum man Joeys Jungle abonnieren sollte. What the? Oh, du bist so peinlich, Julia. Bitte schnell abonnieren. Hier sind auch 1000 Rechtschreibfehler mit Absicht drin. Hallo, ihr komischen Studierer. Ich bin Jonas. Man nennt mich auch Joeys Jungle. Ihr kennt mich bestimmt eh alle. Ich bin halt auch mega fame. Oh, ich hasse dich so. Naja, jedenfalls, ich möchte bitte ein Abo von euch, damit ich mir bald eine Yacht in Dubai kaufen kann und mir keine kleinen Kinder in Deutschland mehr auf die Nerven gehen. Oh, das ist so krank unsympathisch. Ich weiß, ihr habt mich eh alle schon abonniert. In Klammern übrigens habe ich bei Bild Nummer 2 echt heftige Blähungen. Ich kann übrigens auch hübsch aussehen, siehe links. Also wer ein Date mit mir haben will, der kann auch zu mir nach Hause kommen. Ist da meine Adresse noch drauf? Nein. Bisschen Jonas von Joeys Jungle. Oh, ich hasse dich so, weißt Julia. Weißt du, das Ding ist, ich habe den Flyer halt nicht nur einmal ausgedruckt, ich sondern 50 Mal. Hä, aber ich verstehe immer nicht, was ich jetzt genau machen soll. Naja, da vorne wohnen ganz viele Studenten und die haben alle ihren eigenen Briefkasten. Es ist halt wirklich sehr wahrscheinlich, dass mich hier einige kennen, ne? Ja, deswegen ist es ja auch so unangenehm. Oh. Wenn die morgen früh in ihren Briefkasten gucken und sich denken, hä? Gehen wir mal rein, oder? Du kannst jetzt anfangen. Ja. Ich wünsche dir viel Spaß. Jetzt? Wirklich jetzt? Ja, jetzt? Ich mach das jetzt so nach Sympathie, ja? Ja, mach nach Sympathie. Und habt ihr euch auf jeden Fall auch echt die besten Bilder ausgesucht für die Scheiße hier? Ja, ich weiß. Leute, ich habe hier jetzt noch einen.
Und hier vorne, das ist die Hauptausgangstür. Ich glaube, ich klebe den jetzt einfach dazu, damit auch wirklich jeder was davon mitbekommt. Tada! Joey, guck mal. Du Nervige! Oh, ich lieb's. Okay, jetzt fahren wir wieder nach Hause und weiter geht's, oder? Okay. Joey, das war's. Ich mach kein Stück mehr für dich. Es reicht. Nein. Hast du mal gesehen, was ich gerade für dich machen musste? Wenn das meine Mutter sieht, ja? Ich glaube, deine Mama hat schon Schlimmeres gesehen von dir. Das Ding ist, sie wird gleich halt wahrscheinlich noch was anderes sehen. Vorausgesetzt, sie benutzt Instagram. Du hast vorhin noch gesagt, dass du lange nichts mehr auf Instagram gepostet hast, ne? Ja. Julia, ich mache jetzt keinen nervigen, peinlichen Post. Nein. Wir haben ja vorhin sogar noch darüber geredet, wie cool es wäre oder wie interessant es wäre, für wie viel man seine getragene Unterwäsche verkaufen kann. Hä? Was hast du vor, Sven? Ich möchte nicht, dass du deine getragene Unterwäsche verkaufst. Aber der Tag war ja jetzt auch schon ziemlich anstrengend, ne? Und deine Socken müffeln bestimmt mittlerweile ganz schön doll. Und ich finde, deine Community hat mal wieder nur so ein schönes Gewinnspiel verdient. Hä? Ich soll jetzt meine Socken verlosen in der Instagram-Story? Nein, in einem Instagram-Post. Nein! Julia, das mache ich nicht. Doch? Hä, nein, ich poste doch jetzt kein Foto. Doch? Julia. Wir können es ja auch schön bearbeiten. So nach dem Motto, like das Foto und abonniert mich und ihr habt die Chance, meine Socken zu gewinnen. Ey Leute, ich hoffe, ihr gebt einen ordentlichen Daumen nach oben, ey, dafür, dass ich die Scheiße hier alles mitmache. Aber ich finde es auch schön, dass sie schon so dreckig sind. Einmal musst du jetzt aber auch dran riechen. Ordentlich. Hä, das stimmt überhaupt nicht. Nein. Die riechen wie neu. Are you ready? Oh ja, das ist zu eklig. Ich kann die Socke nicht in den Mund nehmen, oder? Ich will jetzt nicht hier irgendwie im Internet abgestempelt werden. Das landet doch bei Promi Flash. Ist eins von den Bildern dabei? Findest du eins gut? Das ist schon gut, ne? Das finde ich auch schon echt schön. Okay, soll ich vorlesen, was ich geschrieben habe? Erzähl mal, Joey. Ich habe einmal dieses Foto hier. Gefällt dir das? Das sieht super aus. Habe ich schön bearbeitet, ja? Ich finde es ganz toll. Ich mag es auch, dass man den Tomatenfleck so schön sieht. Hey Leute, dann so ein kleines süßes Herz. Habe mich gerade mit meiner besten Julia Beautix dazu entschieden, meine getragenen Socken an euch zu verlosen. Sie haben einen großen Fleck Tomatensauce an der Fußsohle und riechen herrlich käsig. Wenn ihr Lust habt, die zwei heißen Teile zu gewinnen, liked einfach diesen Post und folgt Julia Beautix und mir auf Instagram. Ja? Ich bin begeistert vom Bild und ich möchte, dass du das jetzt postest. Wirklich jetzt? Ja. Unangenehm. Ich habe auf Teilen gedrückt. Ich habe meine Genugtuung, ich freue mich und Joey, ich muss dir sagen, dieser schreckliche Tag ist jetzt für dich auch endlich vorbei. Wirklich? Ja. Das war das Letzte? Ja. Oh, endlich haben wir es hinter uns. Das Ding ist halt, ich freue mich gerade tierisch, dass ich das bei unserem nächsten Videodreh einfach mit dir machen kann. Und du kriegst es sowas von doppelt und dreifach zurück, Julia. Ich werde mir so kranke Sachen überlegen. Leute, ich hatte so Angst davor. Julia ist in meinem nächsten Video Dienerin von mir. Und Leute, ihr wisst ganz genau, dass das krass wird. Okay, Leute, wünscht mir Glück. Like das Video, wenn es euch gefallen hat. Mhm. Schaut bei Joey vorbei und ich habe Angst. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.